Und ich muss einmal jetzt kurz das Spiel starten und dafür mache ich die Musik aus. Vielen Dank nochmal an die Maniacs, die uns diese Musik auch freundlicherweise spielen lassen. Dann starten wir Apex. Was den Stream und die Qualität angeht, möchte ich nochmal betonen, dass ich heute einiges umgestellt habe, nämlich die Encoder-Variante. Spielaufnahme, Properties, und dann suchen wir uns hier Apex Legends raus. So. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Es sieht gut aus. Alles klar. So, Teamspeak, ich komme sofort. Danke an Flo, ich kann es noch gar nicht so richtig glauben. Ja, verarschen kann ich mich selbst. Achievement Ninja. Nicht nur ich denke so. Letztes Mal war ich auch letzter, sagt Lenny. Also beim nächsten Mal gewinnt Jonte, ist schon klar. Copyright, weiß ich nicht genau. Da ging gar nichts mehr mit rechten Dingen zu. Danke, 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 Yippie. Glückwunsch zu Nix. Dattel Donnerstag sehe ich gerade eingeblendet. Leider nur in der Wiederholung, habt ihr gerade wahrscheinlich schon gesehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir jetzt mal kurz auf den Teamspeak. Was mich wirklich interessiert ist, gute Nacht, Leute, die Arbeit ruft ja der Dicke. Hau rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was mich wirklich sehr interessiert ist, ob die Qualität besser ist. Also ich codiere jetzt heute für alle, die sich mit der Technik ein bisschen auskennen, codiere heute wieder über x264, das heißt also über den Prozessor. Das ist bei diesem Gerät hier ein Intel i7-6700 und versuche damit aber die Grafiklast komplett auf der Grafikkarte zu lassen. Also mal gucken, ob das besser klappt als die letzten Male. Am Anfang hat es ja immer gut geklappt und dann plötzlich Arschlecken. So, Pilo und Igor, herzlichen Dank fürs Mitspielen. Hallo. Hallo, sehr, sehr gerne. Dafür musst du dich doch nicht bedanken, Junge. Aber selbstverständlich. Nein. Aber ich bin... Irgendwie, Pilo ist noch nicht drin, oder? Nee, der ist noch nicht da. Alles klar, gut. So, dann mache ich mal hier die Dingers zu. Bleibt auch dran, wir machen natürlich wieder von unserer guten Tradition Gebrauch, dass wir am Ende der Sendung wieder gemeinsam einen anderen Streamer glücklich machen, indem wir ihn gemeinsam besuchen. Das geht über eine eingebaute Funktion, nennt sich Raiden. Das ist ja eine wunderbare Überschrift. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg soll jetzt durchstarten. Okay. Das ist das Zeichen, den Computer zuzumachen. Ach Mist, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was da noch an SMS gerade geschrieben wurde in der WhatsApp-Gruppe. Es tut mir leid. So, was hat denn hier der Dominik geschrieben? Mal gucken. Dominik, Sie haben jetzt Zugriff auf alle Applikationen. Das ist wunderbar, Dome. Er hat sich gerade die Adobe Creative Cloud gegönnt. Let's go find them all. Kann ich, also ja, herzlichen Glückwunsch. So, ich würde wieder Bloodhound nehmen. You can call me Bloodhound. Und Igor packt schon mal den Schneckenherzchen rein. Ich muss allerdings hier nochmal mein eigenes Mikrofon. Ja, weil Lenny meine Stimme so erotisch findet. Oh. Bahnt sich da was an. So, und Pylos Jumpmaster. Nein. Ach, komm. Das ist immer Igor. Es ist immer Igor, okay. So. Flieg mal, ich muss noch kurz was umstellen, damit hier nicht die Ohren wegfliegen. Ich hoffe, das geht mit der Lautstärke. Ich mache jetzt wieder ein bisschen leiser im Spiel. Der Chat kann ja mal ganz kurz sagen, ob das passt mit der Lautstärke. Frames sind bisher super. Mindestens zwei Teams sind bei uns. Ja, ich würde sagen, einer auf Schiff, einer da. Und was ist mit den Tonnen links?
Ah, shit, da sind die schon. Komme ich nicht mehr hin. Oh, 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 oh. Ich schon, aber ich werde von drüben angeschossen. Einer zu viel. Hinter uns. Und ich bin weg. Machst du den kalt? Mhm. Ja, ich mach schon. Hat der was Gutes? Muss am Beak. Links kommt einer. Okay. Über die Zipline. Ich habe nur noch 4 Bullets. Ich bin gleich leer geschossen. Der hat nicht mehr viel. Dann hoffen wir, dass 4 reichen. Ich bin leer. Ich bin down. Hier bei mir. Shit. Etwas zu leise. Was ist zu leise, Jonte? Die Stimme oder das Spiel? Nice Shot. Nice. Ah, aber gut gemacht. Ob wir das so überleben? Dann sind sie wieder die sexy Voices aus dem Chat. Oh, fuck. Habt ihr gesehen? Ja. Und wir sind tot. Scheiße. Da kommt noch 100 Damage gemacht? Das gibt's nicht. Wie hat er das denn gemacht? Nate. Uncool. Dann kommt ihr nicht mehr wieder, oder was? Nee, scheinbar nicht. Ich hab direkt an dem Ende Bildschirm bekommen. Ja, bescheuert. Ja, gut, das... Ja, eigentlich macht's keinen Sinn, das stimmt schon. Ja. Spiel und TS sind zu leise. Was geht denn da ab, Jonte? Das lasse ich mir erstmal von jemand anders bestätigen. Beste ist, ich habe leider gerade eben... Jo, danke, Carlo, vielen Dank, ne, auch fürs Stream. War super. Ich habe gerade wieder vergessen, dass ich Bloodhound bin und wollte eigentlich eine Illusion losschicken und habe dann aktiviert und dann konnte ich durch den Nebel sehen, was eigentlich total sinnvoll ist. Eigentlich alles gut, Flo, sagt Lenny, na dann. Du weißt erst, dass du lebst, wenn der Bass richtig kickt. Ja, ja, schön, aber das brauche ich doch nicht in der Champion-Auswahl, oder? Ach. Geiler Move da von Knifeline. Schön auf dem Kopf rumtrommeln. Level 2 Rüstung. Ich hab ne Scope
Wenn, ihr, wenn ihr mir sagt, wo die sind, dann schieße ich. Wir müssen mal einen pushen, rechts. Ja, ja, ja. Der ist close schon. Du close? Ja, da hinten, da. Okay. Also hier drin wahrscheinlich. Die heilen sich hier. Ach, scheiße. Ha. Das war nicht so gut. Was ist denn passiert? Die sind gestorben und die nicht. Ach so. Pydos kenne ich gar nicht von dir. Ja. Weniger Schaden als ich. Echt? Ja. Ist nicht schlimm. Wird das nicht schlimm. Ich funktioniere auch nicht auf Knopfdruck. Ich bin auch keine Maschine. Ja. Noch kein Lichtschalter. Du bist doch keine Maschine. Doch voll spät. Ja, es ist ja, auch echt. Voll spät, ey. Wir müssen mal früher zocken, Flo. Geht ja nicht, da ist ja Monkey Monday. Ja, gut, müssen wir auf einen anderen Tag legen. Ja, Daddel Donnerstag gibt's ja noch. Von hier aus. Donnerstag sei auch keine Schule. Ja, ich hab halt dauerhaft Frühschicht und muss um halb fünf aufstehen. Das ist halt also so wie ich das sehe hier, zumindest in den Stats, ist die Qualität des Streams viel besser. Also ich habe nur manchmal 20% CPU-Auslastung, aber 60 durchgängige Frames. Da bin ich ja kurz davor, auf 1080p hochzugehen. Ey. Das hatte ich das Problem auch, dass es teilweise auf 0,2 FPS runtergegangen ist. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Na, ich habe mir das jetzt so erklärt, dass Apex halt super viel Grafikpower frisst. Aber CPU geht halt eigentlich. Und da habe ich jetzt, weil ich auch eine eigentlich ganz brauchbare CPU drin habe, habe ich es jetzt auf die CPU geschoben. Und das scheint doch deutlich besser zu funktionieren. Aber der Chat. Was hast du denn? Eine Intel i7 6700. Okay. Ist das gut oder schlecht? Ja. Also, ist das ein also gutes ich oder schlechtes? 8700K. Ja, siehst du? Und ich hab's halt nicht hingekriegt. Ich weiß auch nicht. Musst du mal X264 machen. Also ich hatte die Auswahl zwischen X364, glaube ich. Und NVENCE. Ja, NVENC. Dann würde ich mal X64 probieren. Also zumindest bei Apex. Aber das war gerade desaströs. Oh, oh, oh. Was soll das heißen? Qualitativ oder skilltechnisch? Ja, gerade nix. Oh. Ein Team kommt mit. Ja. Lass auf der rechten Seite bleiben. Roger, Roger. Ich gehe in Mitte. Keine Waffe, keine Waffe, keine Waffe, keine Waffe, keine Waffe. Hier ist was für dich. Jetzt hab ich auch was. Komm, Igor. Wie viel denn noch? Das gibt's doch nicht. Entschuldige, Igor. Also hier liegt einer, ne? Die ist wahrscheinlich wieder oben. Da oben auf dem Dach ist auch einer. Fire.
Oben auf dem Dach, Igor. Bei dir. Bei mir close. Oh, fuck it. Ah. Bin am Arsch. Oh. Rechts raus. Einer liegt oben drauf. Ja. Au, 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 au. Bin down. Igor direkt vor dir. Nice. Boah, Mann, hier oben. Zum Glück funktioniert Pilo noch. Thank you. Ja, ja, ja. Sehr gerne. Ja, der Pilo, Mann, das ist einfach eine Maschine, ja. Eben sagt er noch, er ist keine Maschine, aber er ist eine Maschine. Er ist eine fucking Maschine. Aus Fleisch und Blut. Ich nehme auch gerne alles, was ihr so habt an Schilden und ich habe nämlich gar nichts mehr. Ja, ich auch. Ah, Moment. Ja. Oh, ich habe was für dich. Guck mal hier. War nicht noch in der Halle da hinten die Level 2 Rüstung, Igor? Ja, in der Halle, in der Mitte. Ja, ja, ja. Dankeschön. Oh ja. Ach, die gönn ich mir. Triple Deck hier. In der Halle in der Mitte, ne? In der Halle in der Mitte? Was ist denn da in der Mitte? Hier in der Mitte ist ein Zweier. Ach so! Ich dachte hier in der Halle in der mittleren Etage. Ah, da sich aber auch wirklich unklar ausgedrückt. Ja, das. Muss man einfach mal so auch sagen, ne? Also aber ich als Ego darf das halt aber auch. Ich als Ego? Das klingt so wie, weiß ich nicht, wie so ein Schimpfwort. Ich als typischer Ego darf das halt. Ja, ja. Ich hab schwere Mund, wenn jemand will. Ja, nehm ich. Wer hat denn hier den Shotgun-Bolt genommen? Ja, ich nicht, aber ich könnte dir einen legen, wenn du möchtest. Wenn du den nicht brauchst, würde ich den natürlich nehmen. Nee, das nicht. Ach komm, zier dich nicht so. Deckst du auf voll, ey. Liegt denn hier Feines? Der Pilo ist schon eine Maschine, sagt der Lenny. Ja, sehe ich auch so. Danke, danke, danke. Das ist eine Maschine, einfach. Eiskalt, tödlich. Wie der Terminator, Mann. Er ist der fucking Terminator. Und dabei rieche ich auch noch gut. Das weiß ich jetzt nicht. Hier ist eigentlich immer ein Roboter, oder? Weiß ich nicht. Also habe ich schon die Vermutung so. Also mindestens einer. Meistens. Laufstabelapplapp. Da hinten ist meistens noch einer. Gucken, ob ich richtig liege. Oh, Goldnis? Der ist ja. Nice. Reich. Bin jetzt R301. Cool. Hier ist, glaube ich, gerade im Pott runtergegangen. Du weißt bloß noch nicht genau, wo. Könnte Lifeline Baggage holen. Hab ich. Tu, was du nicht lassen kannst. Was ja sowieso, was du willst. Rick Dick.
Da ist doch zu. Ist ja überhaupt nicht laut, was da runterkommt, ne? Überhaupt nicht. Unauffällig, ne, eigentlich. Das war mega kacke, da waren nur, also nicht so gut, meine ich. Da waren nur Schilde drin. Ich glaube, kacke ist okay, oder? Ja, um die Uhrzeit ist das okay. Die Uhrzeit, ja, meine ich doch. Wenn ich was ab 18, dann können wir richtig. Dann können wir richtig. Au, ich krieg. Aua, ich bin runter. Oh, das ging aber flott, du. Ja, der hat irgendwie eine Sniper-Waffe, ich sehe sie gerade. Alter. Hilf mir bitte, hilf. Ich komme. Komm, die pushen. Ja, und wie sie Gran pushen. Gran hier. Die Ulti hier vorne hingeworfen. Und weg, Jungs, weg. Und hier ist der Zipline. Hallo. Ja, ich muss hier rein. Jetzt bin ich der Einzige, der mit einer Zipline runter ist. Einfach umdrehen. Also hä? Kann ich. Geht nicht. Nein. Ah, der hat auch keine Rüstung mehr. Das war jetzt natürlich. Soll ich jetzt noch hochkommen oder was? Ich komme hoch, Igor. Ach, du kommst runter? Aua, Alter, wo kommen die Schüsse her, Mann? Na, von oben. Nee, der Winkel hat nicht gepasst. Der Winkel hat nicht gepasst. Hast du leichte Ammo? Jo. Ah, hier liegt. Muss dich halten, Flo. Oh ja, danke. Sekunden. Die werden da oben lauern, oder? Ja, natürlich. Komm, Flo, wir müssen trotzdem retten. Na, warte mal. Ich muss einmal kurz wenigstens aufheilen, sonst bin ich. 20 Sekunden. 15. I'm running. Sechs, nee, schaffen wir nicht. Sorry. Nee. Alles gut. Bitte stressen Sie sich nicht. So, da müssen wir den aber rächen, ne? Ja, müsst ihr schon machen. Easy für uns. Wäre ja sonst Feigheit vor dem Feind. Ja, durchaus. Wird bestraft mit was? Ohne Strafe. Nein, jetzt übertreib nicht. Ist so. Oh. Lass sie nicht von der Sniper wiederholen, na Igor. Also in China ist das so. Gib mal einen Ping bitte. Wo bist du denn? Oben auf dem Berg. Was machst du da? Berg. Oh, schade, Igor. Ich treff leider. Wieso schießt du denn auf mich? Das bist du? Einer ist rübergelaufen. Wir müssen close gehen. Ah, komm. Bin ja unterwegs, Mann. Aus der Zone raus. Ja, schön unser Leben riskieren für so einen Noob. Der hat Beilo getötet. Schweine! Nice! Achtung, hinter der Mauer!
Zone, weg, 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 komm. Zwei. Aber der Typ war ja nur eben down, also wird noch sein Macker hier irgendwo rumlaufen. Stimmt. Und wenn er hinter der Mauer war, dann... Die waren da, ja? Dann warten wir doch mal ganz kurz und gucken. Komm mal her. Hier können wir noch stehen bleiben. Nee, hier können wir nicht. Also doch, ich hab hier das, die Drohne. Die heilt uns. Ach so, verstehe. Ja. Weg hier. Taking a moment to recharge my shields. Für Beilo. Gerade eben. Aus der Zone, in der Zone, also in diesem. Genau, genau. Aber wo gehen wir denn am besten hin? Ja, das ist eines. Wie jetzt mit den Feinden? Die anderen von den ja eben, das wäre total dumm. Lass uns einfach mal in Richtung hier gehen und dann warten wir hinter einem Stein oder so. Aber wir müssen ja auch einfach rasieren, weil sonst sagen die Zuschauer, ey, wir sind weggelaufen. Oh, ich muss mal ganz dringend mit dem Hund raus. Also falls ihr gleich fertig seid, macht ruhig alles. Wisst ihr, das hat er doch extra gemacht, der Pilo. Ja, Mann. Okay, komm. Das hat der Pilo extra gemacht. Hab ich auch gehört. Das ist ein Airdrop, close. Was du alles siehst, ey, das ist ja unglaublich. Da ist ein großer blauer Strahl. Na komm. Ne Mastiff. Gönn dir. Mach ich. Hier wird also das große Finale stattfinden, ja? Ja. Wir werden uns schöne Plätze aussuchen. Aber hier in so einer Rille. Oh, hier sind Steps, 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 Steps. Nee, egal, egal, komm. Weg hier. Die Steps gehen, also, führen runter hast ins... Hast du die gehört? Nee, hast du die ihr habt die gesehen. Die sind runter ins... ins Tal. Ja, okay. Ich guck hier nach hinten, ob die gleich kommen, die anderen. Aber der Plan ist ja, dass sie sich bekriegen. Und dann kommen wir. Oh. Dann kommt unsere Zeit. Hey, Mann, Alter, die kommen direkt von dir. Willst du mich verarschen? Alter, was war denn das? Genau, lauf weg. Es war nur ein Einzelner. Was hattest du gegen unser Plan? Boah, ich muss da hin. Fuck. Ich hab keine Smokes. Oh Mann, ey. Was war das denn, ey? Du rennst weg und dann kommt aus der Richtung einer. Stand der da irgendwie in der Ecke oder was? Kann sein. Das war ja ein Schlingel, ey. Ja, 1000 Schaden. Erstmal ein Apex-Pack aufmachen. Ja, gönnt sich ja sonst nix. Bei mir kommt schon lange keins mehr.
Wozu sind diese Herstellungsmetalle? Du kannst ja dann, also du kannst ja Skins machen damit. Glaub, wie geht das? Skins, einfach einen Skin auswählen, den du haben willst. Und jetzt mal auf Waffen gehst oder so. Mhm. Also gehst in die Lobby, dann auf Waffen. Mhm. Wählst dir was aus, wählst den Skin aus. Und dann siehst du, also wo du Schloss dran ist, klickst du an und dann siehst du, klickst du auf Erhalten und da steht, wie viel der kostet. Ah, alles klar, 1200 zum Beispiel. Ja, legendäre sind 1200, immer. Ich hab 255. Hm. Ja. Mir gefallen zum Beispiel diese Mitternacht-Dinger. Die sind einfach komplett schwarz. Ich finde der einsame Stern ja ziemlich geil. Für den Peacekeeper sieht aus wie so eine futuristische Sheriffskanone. Den habe ich. Nice. Der Todesstrahl, den habe ich. Der Todesstrahl. Für die Wingman. Ach, Wingman ist das, ja. Was wird denn am Donnerstag gedaddelt? Ja, das ist ja der Daddel-Donnerstag. Das heißt, die Leute, die gerade im Chat sind, die entscheiden, ne? Counter-Strike, Apex, Hearthstone. Was auch immer. Also was die Leute, die im Chat sind, die geschätzten Zuschauer sich wünschen. Was machen wir jetzt? Schmeißen wir Pylo raus, oder? Ja, wir können ja mal eine Schnelle machen hier. Ja, dann hauen wir ihn weg. Ich denke mal, wir müssen die Lobby verlassen. Warte, verlassen. Jetzt versuche ich bei dir zu joinen. Bist du noch in der Lobby? Nee, ich bin raus. Kann ich nur einladen. Mach doch. Was wäre dein Favorit, Lenny? Hallo, hallo, hallo. Ach, come on, Alter. Was ist denn los? Gerade gestartet? Gerade gestartet. Ja, wir machen ganz heißen. Ja, okay. Obwohl... Unser Mate ist Jumpmaster. Unser Random. Vielleicht hat er ja gar keinen Bock drauf. Ist der Verantwortung nicht gewachsen. Von den drei genannten CS. Okay, was wäre sonst dein Favorit? This is your champion. Death? Nothing phases me. I will guide us to victory below. So, genau, rein da. Rein ins Verderben. Ich bin Jumpmaster. Komm, wir gehen auf das Dropship. Oder so. Ich schaff's nicht. Das wird auf jeden Fall eine richtig schnelle Runde. Getrennt von der Truppe muss er seinen Weg alleine gehen. Beste Runde ever. Da geht jetzt gar nichts mehr. Wo
Wo bist du? Lohnt sich das, zu dir zu laufen? Nee, ach, ich bin auf dem Schiff. Ich höre auf jeden Fall schon die nächsten Schüsse, da werde ich mir mal jetzt eine Kugel gönnen. Slaps and Beans. Sag mir nichts, was ist das? Ich werde jetzt alle alleine fertig machen, Mann. Easy. Gar kein Problem für mich. I got an enemy und jede Menge Deadboxes. Das unten und dann links. In der Tür. Jetzt nochmal da drin. Ah, es läuft. Auf V. Ein Weg. Nochmal. Shit. Grad nachladen, einfach oder Waffe wechseln oder schlagen. Ja, Waffe habe ich gewechselt. Ich wechsle immer Waffe sofort. Ach so, das ist das Bud Spencer und Terence Hill Spiel. Ja, habe ich schon mal gesehen, fand ich überhaupt nicht gut. So leide es mir tut. Steht immer noch, dass du Monkey Island spielst. Ah ne, jetzt. Aktualisiert. Auf der Globshow auf, Mann. War nicht aktuell. Der Ego ist der Jump Master. Alter, jetzt ist sogar die Luftwaffenbasis noch diese Gefahrenzone. Da gehen wir sofort unter. Ja, also das ist jetzt auch, da müssen wir jetzt. Das ist halt nur Lack, ne? Wenn du eine Waffe findest, gut, wenn nicht. Okay. Musst du boxen. Ja. Get ready. Haben wir Gegner? Nur Opfer. Eine sehr gute Frage. Ich, nee. Nee. Glaub nicht. Nein. Ein Team geht hier runter. Also gegen Counter-Strike hätte ich auch nichts, Lenny. Das können wir schon machen. Ich mache da ein bisschen Abwechslung. Ist auch okay. Apex muss es nicht sein, aber wenn da die Mehrheit für ist, dann ist das auch okay. Thanks.
Mosambik hier. Sollen das, Igor? Willst du dich lustig machen über diese geile Waffe? Niemals. Ich hab schon das Gefühl, Mann. Jede Waffe hat auch das Recht für sich genommen, akzeptiert zu werden. Sagt wer? Die Waffenlobby. Achso. Na gut. Und das muss man auch mal dann so akzeptieren können. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Ey, nee, machst du Witze, Lenny? Wenn wir Alien spielen, mach ich mir selber in die Hose. Was ist das für ein Spiel? So ein Survival-Horror-Spiel. Wir müssen mal was anderes spielen, das würde mich auch interessieren. Und zwar Hello Neighbor, wenn ihr das kennt. Hat super schlechte Kritiken bekommen und soll auch total verbuggt sein. Also richtig hart verbuggt. Lustigerweise soll es in der Alpha viel besser gelaufen sein. Und das soll aber auch ganz cool sein, so von für Streams und vom Zugucken her und so. Ansonsten, ey, in Isolation, Mann, als diese Cyborgs kamen oder irgendwie erwacht sind und so weiter, ey, ich hatte mehr Schiss vor diesen Cyborgs als vor dem Alien. Oh. Das ist nix für mich gewesen, Mann. Nee. Fucking Cyborgs, Mann. Die waren echt spooky, wirklich. Eben leider nicht gespielt. Aber wie können denn Cyborgs spooky sein? Ja, die haben so eine, ihre, also ich habe damals tatsächlich ein Seminar sogar drüber gehabt an der Uni. Nennt man Uncanny Valley. Also die sehen sehr menschenähnlich aus, aber gerade das ist so wie mit Puppen zum Beispiel, dass die dann so eine Unheimlichkeit erzeugen. Ja. Das war bei den Computerspielen der 90er Jahre zum Beispiel ganz oft so. Die haben dann diese Schwelle überwunden, wo sie halt 3D-Grafiken hatten und wo sie annähernd echt aussahen, aber die sahen halt aus wie Puppen, weil so bestimmte Unebenheiten einfach gefehlt haben. Die waren zu perfekt. Und das ist bei diesen Cyborgs auch so. Ich finde, die sehen halt aus wie Puppen, haben so Latex-Gesichter und... Also das fand ich mega spooky, echt. Und dann machst du die Tür auf und dann steht da direkt hinter einer. Also, der tut dir überhaupt nichts, der greift dich nicht an oder sonst irgendwas. Kann sein, dass vor uns Gegner sind. Ja. Oder... Nee. Meine Tür gehört zu haben oder so. Keine Ahnung, was es war. Also hier unten ist auf jeden Fall ungelootet. Ja, bei mir auch. Ja. Dann habe ich einfach nur verhört. Was siehst du, haben wir so viel über Cyborgs gesprochen, hast du schon mal Schiss gehabt. Ja, Mann. Scheiß Cyborgs. Ich habe auch noch nie was Positives über Cyborgs gehört, jetzt mal im Ernst. Nee, ich will sagen, ey, gut, dass wir den Cyborg dabei hatten. Niemand. Ever. Oh, Care Package kommt. Ja. Vielleicht kriegen wir auf die Fresse. Quatsch nicht. Wir geben jetzt hier richtig Schellen. So, wir brauchen Smoke, wenn die kommen. Ja, ja, ja. Der Bloodhound macht seinen Modus an. Ich muss erstmal hier meine Waffen umbauen, ja. Also das muss auch mal ein bisschen... Brauche ich auch mal ein bisschen Zeit für. Neue Deckung? Ja, geht. Wer braucht denn schon Deckung? Ecke. Ja, Ecke hoch. Da hast du ein bisschen. Ey. Stopp da. Obwohl, nee, kann ich das Golden Scope nicht draufbauen. Du es benutzen, das Scope? Ja, würde ich machen. Obwohl, nee, stopp, das ist nur für Schrotflinte. Ja, dann bleib ich dabei. Here's your birthday present. Na, wenn wir ja schon
Sieht interessant aus, ne? Also das ist auch schon länger draußen, deswegen hoffe ich, dass sie einfach die Bugs auch rausgeholt haben. Das machen wir mit dem Pulsmesser, glaube ich mal. Aber wir haben leider ein paar technische Probleme mit dem Pulsmesser, beziehungsweise der ist total in Ordnung. Aber das Problem ist, dass wir dafür eine andere Technik brauchen, beziehungsweise unsere Videoschnittkarte zu lang oder zu alt ist. Und da müssen wir eine neue kaufen, die kostet, ich glaube, 400 Euro. Das für den Pulsmesser alleine ist uns momentan ein bisschen teuer. Aber vielleicht kriege ich es nochmal hin, es soll noch eine andere Möglichkeit geben. Kriegen wir schon noch Nimmt hin. Nimmt die denn alle verdammt nochmal? Ich wollte gerade sagen, was soll man noch alles machen? Und dann spielen wir Hello Neighbor mit Pulsmesser, ey. Das spiele ich dann auch meinetwegen. Und wie viele Leuten kann man das spielen? Alleine nur. Es geht darum, okay, dass dein Nachbar im Nachbarhaus halt so komische Dinge macht. Und du musst dich jetzt in das Haus von den Nachbarn schleichen. Das ist so ein bisschen so eine Comic-Grafik. Und musst das Geheimnis ergründen. Und dabei ist es halt genauso, ne, wie bei Alien. Versteckst du dich halt unterm Sofa und... Ups. Ja. Und er guckt halt unter das Sofa. Dann springst du durchs Fenster raus und so. Das ist, sah ganz cool aus. Wurde eigentlich auch gelobt. Nur wie gesagt, die Leute fühlen sich halt verarscht, weil die Alpha besser lief als die jetzt finale Version. Falls jemand ein Helmchen findet, ne? Helmchen? Ja, Lenny, mit den Clowns. Ich glaube, da steckt noch mehr hinter. Also wer Angst vor Clowns hat, das hat ja noch... Ich habe da neulich mal, als diese Horror-Clowns waren, oder was heißt neulich, ist ja auch schon wieder irgendwie ewig her, als diese Horror-Clowns im Trend waren, da gab es ja öfter mal so Psychologen, die das erklärt haben. Und ich glaube, das ist noch was anderes. Aber ich kann es jetzt auch gerade nicht mehr zusammenkriegen. Wo seid ihr? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Hört auf, euch anzufassen. Wir haben die Zweisamkeit genossen, Igor. Angeblich sind hier noch andere Gegner, weil es gibt auch Kill-Leader. Der Kill-Leader hat 3 Kills. Was ist das? Das sind wir eine Kinderrunde hier. Scheißrunde. Witzig wäre, wenn man das hören könnte noch. Da viel zu groß die Zone für 5 Squads. Ja. Eieiei. Komm, wir gehen zur Supply Ship. Also so eine Runde, ne? Kann ich euch gleich sagen, was passiert? Ja, wir gewinnen die, Mann. Nein, gleich sind alle 5 Squads an einem Punkt. Ja, wir stehen oben auf dem Berg und gucken runter und lachen laut. Genau. Wir lachen wie so ein Killer-Clown. Wenn ihr einer gleich schießt, geht's hier richtig vorwärts. Ja. Ja, ich sehe aber auch keine Fußspuren oder sowas, also. Schüsse rein. Schüsse? Schüsse, ja, im Norden. Vielleicht irgendwas mit dem Dropship? Ich guck mal oben drauf. Ist ungelootet anscheinend. Mal zum Dropship? Ja, lass uns mal rauf. Mal gucken. Na gut. We have the benefit. Oh, Arkstar. Aber grundlegend ist das hier keine schlechte Pose, ne? So, Jungs, Rückwärtsgang. Jetzt passiert nämlich genau das.
Hier runter, Zipline. Roger, Roger. Liegt da oben eine goldene Rüstung, verdammt? Wo? Da? Ja. Ja, shit, jetzt sehe ich es auch. Holen wir gleich. Holen wir gleich. Helmchen. Mörser. Von oben. Smoke. Ah, fuck, zu spät. Hab einen mit dem Arkstar getroffen. Einer ist down. Da kommt noch mehr, von hinten anscheinend. Kann mich einer aufheben. Ja, ich bin unterwegs. Einer down. Einer, einer rechts hier. Mehr Smoke. Mehr Shit, Smoke. Ist weg. Hier ist einer rechts, pass auf. Habt ihr noch Granaten? Ja, nein. Ja. Wir können auch wieder zurück aufs Schiff, ne? Ja, let's go. Wer nimmt die goldene Rüstung? Der, der zuerst da ist? Nein, Paolo soll den nehmen. Nimm du ruhig. Nein, nein. Nein, nein. Kommt, du, Leute, streitet du, euch nicht. Nein, du legst zuerst auf. Na. Mann. Hm, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt da runterspringen? Wenn sie töten. Ja, wenn wir runter, wo, runter, wenn wir wo runter springen? Hier, 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 hier runter. Down, down, down. Aber. So, ne, zu ist nach oben. Also ich hab nichts für Long Range. Ich hab einen gedownt eben, aber der wird jetzt gleich hochgeholt. Couch, geht. Noch 5 verbleibende Squads, das ist echt krass. Immer noch. Immer noch, ja. Ich bräuchte allerdings mal Elektromoni. Oh, das ist schlecht. Oh, die haben sie gefunden. Sehr schön. Wollen wir dazwischen? Nein, wir warten jetzt mal. Dafür sind es zu viele. Es sind noch 3 Squads aus. Ja. Almost there. We are close to the ring. Hier liegt sonst auch noch eine Longbow, ne? Ach. Ich hab die Mastiff mal gewechselt, aber... Oh, hier! Pass auf, ey. Das ist es nicht wert, jetzt am Fenster zu sterben. Ich stehe komplett offen. Fuck! Ich glaube, die kriegen da oben gerade gegenseitig auf die Fresse. Wollen die Zone? Ja, komm. Ja, 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 ja. Hier kommen wir nicht lang. Irgendwann müssen wir da lang. Wir müssen rechts lang jetzt. Ich glaube, die sind in der Zange gerade.
Einen habe ich. Ich habe hier auch welche. Weiter oben am Hügel, da wo dieser Vorsprung ist, wisst ihr wo? Da kämpfen sie gerade. Ja, ja. Bin auch vor mir. Da drüben läuft einer. Da drüben sind welche. Da auch. Also die sind closer hier. Ab, oh fuck, war aber Headshot. Der liegt. Hier, hebst du ihn auf? Jo, bin dabei. Rechts, der ist auch low. Liegt, hab keine Schildzeilen mehr. Komm, schnell, schnell ins Gebäude hier rein, komm. Eben looten hier oben. Ich bin drin. Da hinten läuft einer. Ja, ich komm zurück. Das ist das letzte Squad, Jungs. Letztes Squad. Kommt ins Gebäude rein. Komm ins Gebäude, Mann. Da vorne eine Smoke hin. Hinter uns. Okay, wir gehen zu ihm. Pfeile, komm. Komm raus, du Nezu. Ich komme. Ja, ja, ja. Einer ist noch dort, nimmst du in der Smoke? Down. Nice. Jawohl, sehr schön. War doch ganz einfach. Gänsehauttreibend. Geil. Ich hatte keine Munition mehr, keine leichte, ey. Nur noch Shotgun. You are the Apex Champions. Ganz schön rumgeballert. Gute Runde, Mann. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt eigentlich? 3. Hm. Yeah! Alle haben's gesehen! Nee, der erste Live nicht, auf gar keinen Fall, Danny. Den hatten wir schon ein paar. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir den Mini-Raid, hä? Ja. Ja, auf jeden Fall. So kann man aufhören, auf jeden Fall. Ja, so, dann suchen wir uns mal das Opfer aus. Oha. Hat jemand schon Vorschläge? Oh, ich hab gar nicht geguckt. Oh, was ist das denn? Was soll er denn spielen? Weiß ich nicht. Krasses Mausrad, ey. Daran erkennt man aber wirklich, daran erkennt man alle Pro-Toy-Spieler, ohne Witz. Ohne Witz. Ich hab hier einen, der sieht aus, als wenn der eine Katze mit preußischem Helm hat. Wie viele Menschen spielen das denn? Meine Güte. Ekelhaft, oder? Deutsche hier? Kann ich das nicht einstellen? Doch, oben einfach Deutsch eingeben. Bisschen zocken und chillen finde ich mal gut. Bisschen zocken und chillen. Modus an. Gucken wir uns mal den Teebaum an hier. Den nehmen wir jetzt mal. Also wir raiden jetzt den Teebaum.
Es scheint ein Schweizer zu sein, aber. So, ich sag schon mal danke und spiele das Outro ab und sage vielen Dank auch an die Jungs natürlich, wie immer, dass wir schon wieder Champion geworden sind. Das spricht ja nur für unsere Qualität. Man muss sich erstmal einspielen, warm werden, ist doch ganz klar. Und dann macht man nur noch Champions. Leider können wir heute nicht den nächsten Champions-Titel einfahren, weil wir natürlich auch mal ins Bett müssen. Wir sind ja auch keine Maschinen, wie wir heute festgestellt haben. Also insofern, vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei den anderen Sendungen natürlich. Und hier kommt das Outro, bleibt kurz dran. Wir starten den Raid gleich und dann sage ich schon mal gute Nacht und tschüss. Bis zur nächsten Sendung, spätestens am Donnerstag. Also vielen Dank.